Beim E3 waren es knapp 3 Jahre, wo wir immer wieder sogenannte Gesamtfahrzeugerprobungen gemacht haben in verschiedenen Klimazonen. Wir waren mehrmals in der Kälte. In Kanada waren wir unterwegs, wir waren in verschiedenen warmen Gegenden und wir hatten auch eine Dünenerprobung. Ich sag mal, wir sind ja daran interessiert, Fehler zu finden, deshalb machen wir diese ganze Geschichte auch. Ich denke, die Leute waren beeindruckt von der Leistung von der Autos, dass wir doch die große Düne mit alle Motorisierungen so gut hochkommen sind. Ich sag mal, in der jetzigen Erprobungssituation, wir sind im Plan und das ist schon mal ein positives Signal. Ja, es ist ein Härtetest für das Kühlsystem des Fahrzeugs, für die Getriebetemperaturen, alle Achsgetriebe. Gerade die Kupplungen, Allradkupplung, Hinterachsdifferentialsperre, die ganzen Bauteile, das ist ein richtiger Stresstest. Wenn das Auto das kann, dann kann es auch im Schnee gut fahren. Die Bedingungen waren perfekt. Wir hatten auch Glück, wir hatten Schneefälle und die absolute Kälte. Das ist einer der kältesten Orte hier in Kanada. Wir testen unsere Fahrzeuge halt unter Extrembedingungen. Wir haben aktuell ca. minus 40 Grad Außentemperatur. Wir brauchen auch Schmuddelwetter zwischendrin, darum fahren wir auch immer hoch in den Norden, in die Kälte und zurück, damit wir ja auch die Übergangswetterlagen und auch Schlamm, Steinbewurf, viel Schnee, Tiefschnee, damit wir halt alle Bedingungen abfahren. Man merkt von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe, wie sich die Fahrzeuge auch optimieren. Cayenne ist da ein Fahrzeug, das legt da die Messlatte recht hoch. Der muss auch nach so einer Schlammschlacht oder nach Tiefschneefahrten muss alles funktionsfähig bleiben. Da muss auch noch ein gewisser Fahrkomfort sein, wenn man im Offroad fährt. Das Fahrzeug muss eine Sicherheit ausstrahlen, eine Ruhe. Ein SUV, der muss das einfach können. Wir wollen sehr viele Kilometer fahren in verschiedenen Fahrzuständen. Das heißt, wir wollen Städte sehen, wir wollen Landstraßen sehen, wir wollen Berge sehen, um möglichst, ich sage mal, viele Fehler zu finden, dann natürlich auch entsprechend abzustellen.